Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns mal wieder mit Future Optionen beschäftigen und zwar mit Restlaufzeiten. Und was man bei den Restlaufzeiten beim Verkauf von Future Optionen beachten sollte, darum geht es heute hier im Video. Ich habe zum Thema Restlaufzeiten bei Future Optionen schon vor, ich glaube, 3 Jahren mal ein Video gemacht. Und seitdem hat sich natürlich auch vieles verändert. Viele neue Zuschauer sind hier dazu gekommen. Ich selbst lerne natürlich auch jeden Tag etwas an den Börsen dazu. Und eine Sache, die vielleicht damals gar nicht so klar herausgekommen ist, ist, dass man ja zwischen verschiedenen Restlaufzeiten wählen kann bei den Future-Optionen. Und wie man das einstufen sollte, wann nehme ich eine kurze, wann nehme ich eine lange, das will ich heute mal in dem Video ein wenig aufzeigen. Wenn wir uns das Buch hier anschauen, Optionsstrategien für die Praxis, das ist ja 2011 erschienen. Und wie es häufig ist bei Büchern, die Strategien vorstellen, wird ja quasi so eine Art Blaupause vorgegeben. Ne? Also, dass gesagt wird, okay, wir verkaufen Future-Optionen mit einer Restlaufzeit von X bis Y. Und damals im Buch war so ungefähr, und das können sich vielleicht auch noch viele erinnern, war so ein bisschen die Rede, dass man gesagt hat, okay, zwischen 90 bis 120 Tagen verkaufen wir Future-Optionen, ne? Also hier RLZ, Restlaufzeit, FOP, Future-Optionen. 90 bis 120 Tage. Und jetzt muss ich sagen, daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. Das ist immer noch richtig. Wenn es die Situation hergibt, würde ich immer noch Optionen verkaufen zwischen 90 und 120 Tagen Restlaufzeit. Das ist jetzt aber der Punkt, wenn es die Situation hergibt. Und eine Sache, die wir, glaube ich, sehr, sehr stark beachten müssen beim Verkauf von Optionen, ist immer das, dass wir eben kein System nehmen können und immer komplett durchhandeln können. Also egal, ob das jetzt eine gewisse Strategie ist, ob das Restlaufzeiten sind, ob das die Auswahl der Deltas ist oder was auch immer, wir müssen uns natürlich immer den Märkten anpassen. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend, gehen die Märkte hoch oder gehen die Märkte runter, sondern wie sind denn die Volatilitäten auch am Markt? Weil das ist das Einzige, was sich ja immer in den Optionsmärkten verändert. Wir haben jeden Tag eine andere Volatilität. Ein Trend kann sehr lange anhalten, aber die Volatilität, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Preisfaktor auch für die Optionen und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten. Und deswegen würde ich heute sagen, wenn ich das Buch also nochmal neu schreiben würde zum Bereich Future Optionen, würde ich sagen, die Restlaufzeiten sind von 40 bis 600 Tagen. So. Jetzt wird das vielleicht den einen oder anderen ein bisschen schocken und sagen, was, von 40 bis 600 Tagen? Ja, was soll ich denn da nehmen? Da kann ich doch im Grunde genommen jede Laufzeit nehmen, die ich will. Ne? Und theoretisch kannst du das auch, aber es hat natürlich einen Sinn. Und zwar überlegen wir uns mal, wann nehme ich eine eher kurze Laufzeit, wann nehme ich eine sehr, sehr lange Laufzeit. Und die Idee dahinter ist einfach folgende. Was ist der größte Feind eines Optionsverkäufers? Und das ist nicht etwa die Bewegung des Underlying, sondern die daraus resultierende Veränderung der Volatilität. Und wenn wir vom Preis oder vom Feind sprechen, dann immer eine ansteigende Volatilität. Das heißt also, wenn sich das Underlying verändert, also irgendein Future, und die Volatilität fällt dadurch, dann habe ich kein allzu großes Problem, selbst wenn der Preis gegen mich läuft. Wo ich aber definitiv immer ein Problem habe, ist eine ansteigende Volatilität. Ich habe einen Freund, das ist der Zeitwertverfall, ne? Der arbeitet immer für mich und mein Feind ist der Volatilitätsanstieg. So, und jetzt stellt euch einfach Folgendes vor. Wir haben manchmal eine sehr niedrige Volatilität und dann steigt die Volatilität vielleicht manchmal sehr, sehr stark an, weil zum Beispiel eben es eine sehr starke Bewegung in den Märkten gab. In den Aktienmärkten, wenn wir Future-Indizes handeln, dann passiert das, wenn die Märkte einbrechen. In allen anderen Märkten könnte so ein Vola-Anstieg auch passieren, wenn die Märkte kurzfristig sehr stark ansteigen. Ernteausfall, Weizen explodiert, ne, Vola, zack, geht durch die Decke. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, warum sollten wir da ein bisschen mit den Laufzeiten spielen? Naja, ganz einfach. Stellt euch vor, ihr hättet eine sehr, sehr niedrige Volatilität und ihr sagt jetzt, Mensch, wenn ich doch eine sehr langlaufende Option verkaufe, dann habe ich doch sehr hohen Zeitwert, das heißt, ich bekomme sehr viel Prämie ein. Die Aussage stimmt erstmal.
Was passiert jetzt aber, wenn die Volatilität ansteigt? Ne? Dann wissen wir, dass Vega arbeitet besonders für die langlaufenden Optionen. Das heißt, ich hätte mit diesen langlaufenden Optionen ein doppeltes Problem. Und mein eigentliches Problem ist, ich kann aus diesen langen Laufzeiten heraus nichts mehr reparieren. Das heißt, ich kann nicht noch längere Laufzeiten machen, weil es oftmals eben begrenzt ist. Ja, es gibt einige Märkte, wo man theoretisch 5, 10 Jahre in die Zukunft handeln kann, Erdgas, Erdöl, aber die sind ja für uns in der Regel nicht handelbar, weil sie nicht liquide sind. Ja? Das heißt, wir sind so auf die nächsten 1, 2 Jahre eigentlich beschränkt mit der Laufzeit der Optionen. Also deswegen, wir hätten jetzt hier statt 600 auch 700 hinschreiben können, dann hätten wir 2 Jahre abgedeckt. So, und deswegen macht es definitiv Sinn zu sagen, wenn ich eine niedrige Volatilität habe, dann verkaufe ich kurze Laufzeiten, akzeptiere, dass ich dann auch wenig Zeitwert bekomme, das heißt, meine Prämieneinnahmen klein sind, aber wenn jetzt die Volatilität ansteigen sollte, was kann ich dann machen? Dann kann ich meine Optionen noch reparieren. Das heißt, dann kann ich die wegschieben, dann kann ich die in längere Laufzeiten rollen. Ich bin flexibel, ich kann mein Risiko besser handeln, als wenn ich eben so eine unflexible, langlaufende Option hätte. Und umgekehrt, wenn natürlich jetzt die Volatilität exorbitant angestiegen ist, ne, wir haben einen Crash gesehen, wir haben einen wirklich starken Ausbruch irgendwo gesehen, der sich jetzt wieder umdreht, dann können wir und dann sollten wir auch sehr lange laufende Optionen verkaufen, also durchaus auch mal 2 Jahre. Warum? Weil diese Optionen dann so wahnsinnig teuer geworden sind durch das Vega. Langlaufende Optionen, hohen Vega, hohes Vega, das heißt Volatilität hat dann super gearbeitet, weil dann lohnt es sich für uns, weil was passiert denn immer, wenn die Volatilität hochgegangen ist? Mean Reversion Effekt. Die Vola geht auch wieder runter und das bedeutet, dass wir dann eben in einem Umfeld sehr, sehr hoher Volatilität diese Flexibilität, die wir hier unbedingt brauchen, nicht mehr brauchen, weil wir wissen ja, jetzt arbeitet die Zeit für uns, jetzt geht es nach unten. Theoretisch kann die Vola immer noch weiter ansteigen, aber sie steigt halt nicht ewig an. Ne? Schaut euch einfach Volatilitätsveränderungen in den letzten Jahren an, alles, was wir so erlebt haben. Finanzkrise 2007, 2008, 2009, Ölpreiszusammenbruch von 100 auf 35 vor 2 Jahren, der Zusammenbruch des Yen, Erntephasen jetzt vor kurzem in den Cranes, die nach oben gingen. Vola springt an. Und dann geht es aber auch relativ schnell wieder zurück. Ne? Das sind also keine Geschichten, die dann hier irgendwie 3 Jahre vorhalten oder so, sondern vielleicht mal 1, 2 Monate. Und wenn du halt dann im oberen Bereich anfängst, lange Laufzeiten zu verkaufen, hast du in der Regel nie ein großartiges Problem. Mir ist es zumindest in meiner Karriere noch nie passiert und ich habe wirklich ein paar heftige Dinge miterlebt. So, und deswegen, Idealvorstellung, Blaupause, 90 bis 120 Tage. Aber realistischerweise müssen wir sagen, je niedriger die Volatilität ist, umso kürzer sollten wir die Laufzeit bei Future-Optionen wählen. Meine persönliche Präferenz sind also um die 40 Tage und ich versuche spätestens 2 Wochen vor Verfall wieder raus zu sein. Und wenn es aber eine sehr, sehr große Bewegung gibt, dann bin ich eben auch bereit, sehr, sehr lange Laufzeiten zu verkaufen. Das heißt, dann verkaufe ich auch meine Option auf 2 Jahre, wenn es die Möglichkeit gibt. Im DAX gibt es ja zum Beispiel, das ist keine Future-Option, sondern eine Index-Option, aber würde trotzdem so gehen, da könntest du 3 Jahre im Voraus Optionen verkaufen. Dann stellen wir uns mal vor, der DAX bricht mal 20-30% ein. Was würde ich machen? Ich würde Attacke machen und langlaufende Optionen verkaufen, weil das lohnt sich dann richtig. Wenig Risiko, die Masse denkt, das Risiko ist aber nicht, und sehr, sehr hohe Prämien. Und der Vola-Rückgang lässt dann diese langlaufenden Optionen so extrem im Preis zurückgehen, dass der Zeitwertverlust, der sehr gering ist, überhaupt keine Rolle spielt. Okay, also Restlaufzeiten für Future-Optionen. Wir weiten unseren Korridor ein bisschen auf, von 90 auf 120 auf 40 bis 600, 700. Aber wie gesagt, das kommt auf die Volatilität an. Und überprüft das mal in euren eigenen Trades, wenn ihr das macht. Was ihr definitiv nicht machen dürft, ist, dass ihr sagt, ich setze immer zur gleichen Zeit oder ich setze immer denselben Trade in jedem Volatilitätsumfeld auf. Das wird nicht funktionieren. Das wäre wie, wenn ihr mit immer der gleichen Geschwindigkeit fahren würdet mit einem Auto. Ihr wärt in der Stadt entweder zu schnell oder auf der Autobahn zu langsam. Das heißt, ihr müsst es immer an die Gegebenheiten anpassen. In diesem Sinne, Fragen, Kommentare, Meinungen, Anregungen wie immer unten in die Kommentarfunktion. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.